wieder einmal, hallo. Schwierig hier über diese scheiß Schrotschütze zu jumpen. Entschuldigt, wenn ich hier ein bisschen ruhiger werde, aber ich versuche mich ja wirklich irgendwie zu konzentrieren. Okay, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann einfach zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vollgas Full Throttle. Ja, also wir sind ja immer noch hier damit beschäftigt, Auto zu fahren. Und das eine braune Auto hier haben wir ja schon erledigt. Und jetzt müssen wir am Mond noch rein. Aber dieser blöde blaue Wagen, dann lasst uns einfach nicht vorbei. Ich habe schon mal ein bisschen vorgespielt vorhin. Es ist also wirklich nicht möglich, so daran vorbeizukommen. Abgesehen von dieser wirklich richtig grottigen Steuerung nervt es mich jetzt unheimlich, dass ich mich an diesen Wagen halten kann. Damit man hier mal weiterkommt. Also ich nehme mal an, man muss über diese Rampe hier jumpen. Ich will das auch nicht dank dieser herrlichen Steuerung. Ich wirklich gut klappt. Ja, jetzt hänge ich da in der Grafikkiste. Springen ja nicht weit genug. Das ist echt frustrierend. Also wer sich diese Steuerung ausgedacht hat und programmiert hat, das ist wirklich ziemlich kotzen. Wenn es wenigstens mit den Pfeiltasten an der Tastatur ginge, aber nein.
langsam gehen mir hier diese eintönigen Sounds echt auf den Sack. Und ich glaube, ich habe mal im Internet eben durchgelesen, man kann dieses Rennen überspringen und zwar mit Shift-Fahren. Ich bin wirklich kurz davor, dieses auch zu tun. Also ich habe ja echt viel Geduld, ne? Also langsam reicht. Ja, geil. Nee. Ja, also ich drücke jetzt hier mal überspringen. Das nenne ich eine Explosion. Ich kann auch keine Überlebenden sehen. Was ist das? Es ist der unbekannte Ritter und ihr steht in Flammen. Los, einen riesigen Applaus, Leute. Das sieht sehr schmerzhaft aus. Wir sollten ihn wirklich sofort löschen. Aber was? Okay. Noch immer kein Zeichen von Miss Smalling. Okay, was haben wir jetzt? Ey, cool, hier, Sam und Max, das Häschen, wie geil. Was aufmachen? Ja. Okay, damit ist irgendwie auch nichts zu schaffen. Können wir denn hier... Ah! Gehen wir nochmal... Oh! Ja, wie schön jetzt. Stecken wir hier erstmal alles an. Stehen, okay. Verstehe. Okay. Okay. Was ist passiert? Habt ihr ihn erwischt? Endlich haben wir ihn erwischt, Bowles. Das bedeutet, Ripburger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. Seltsamer Geruch.
Was ist das, die Temperaturanzeige? Nun, andererseits habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. Zeit für die Aktionärsversammlung. So ein mieses Schwein. Auf dem Boden verteilt, Mr. Recher. Was? Wo ist die tief sentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Natürlich vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Okay, von was für einem Schlüssel redest du? Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Was ist so Wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Okay, wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein C330 Großmoll-Jumbo-Transporter für Industriegüter. Den haben wir wieder aufgemöbelt. Wir wollen ihn wieder ans Rollen bringen, dann können wir ihn zu Biker-Rallys mitnehmen. Ihr wollt versuchen, mit dem Ding rumzufliegen? Rollen, Ben. Rollen. Dieses Baby hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Das fliegt nicht mehr. Wie war der Flug? Naja, irgendwas ist explodiert, als es losging und ich bin in einem Minenfeld gelandet. Aber abgesehen davon lief alles prima. Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Ja, sehr gefühlvoll. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Ja, wir haben dir echt eine spannende Lektion erteilt. Tut mir leid. Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Okay, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie wir den geheimen Durchgang finden. Wie finde ich den geheimen Durchgang? Nun ja, es ist ein bisschen knifflig. Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Okay. Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe, dann ging diese verrückte Tür auf. Oh. Okay. Und wenn ich die Stelle nicht finde? Stell dich einfach auf Augenhöhe mit dem Riss, warte, bis die Messgeräte auf Null stehen und dann tritt. Okay. Der Teil mit dem Treten ist ziemlich vage. Hör mal, ich war erst 6. Du gehst mir echt auf den Keks. Ich werde diesen geheimen Durchgang niemals finden. Hey Ben, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diese Stelle zum Treten gefunden habe, als ich 6 war, dann glaube ich, dass du sie selber finden kannst. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut.